Hello guys, oh mein Gott, and welcome to a new vlogging day. Was ist überhaupt heute für ein Tag? Kennt ihr das? Irgendwie, sobald ihr Ferien habt, ihr seid so komplett verwirrt die ganze Zeit. Wir haben auf jeden Fall Donnerstag, den 29. Juli. Und ja, ich werde jetzt einfach mal die nächsten Tage mitvloggen, weil auch einiges schon für die Wohnung angekommen ist und so. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe ja schon gesagt, dass ich da sehr, sehr hyped bin. Ja, ich muss jetzt aber erstmal mein Zimmer aufräumen. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Hier sieht es wirklich überall richtig, richtig schlimm aus. Aber ja, genau, deshalb muss ich machen. Wir haben jetzt schon so 13 Uhr oder so. Ich habe den ganzen Morgen eigentlich eine Werbung gedreht und mit der Fam gefrühstückt. Und ja, es hat irgendwie voll lang gedauert, weil ja, ich habe mir da ein bisschen Ehrgeiz gegeben beim Werbung drehen. Und deswegen habe ich da echt ein paar Stunden dran gehockt jetzt. Ja, ich habe wie gesagt sehr, sehr viele Pakete heute bekommen. Mit erstens Wohnungssachen, zweitens aber auch Klamotten. Und die sind echt richtig nice. Also die werde ich euch später auch noch zeigen. Ich werde auch euch gleich noch einen Teil von den Wohnungssachen zeigen. Ja, meine Haare sehen irgendwie ein bisschen verwirrter aus heute. Also ich mache heute, glaube ich, einfach wirklich den ganzen Tag nur diesen Dutt. Und ja, so roundabout 4 kommt die Mary aus meinem Wiesbaden-Vlog. Und genau, dann holen wir noch den Janis ab, machen die Kali fertig und dann fahren wir zu Helen und essen alle zusammen. Ich freue mich richtig doll drauf. Und ja, es wird ein richtig cooler Tag. Morgen wird auch voll der coole Tag. Morgen mache ich nämlich eine Garden Party. Da muss ich auch noch einkaufen gehen und alles ein bisschen preppen. Ja, meine Haut ist übrigens wieder echt ein bisschen schlecht, falls man es sieht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist okay. Ja, ich muss mich dann später auch noch richtig fertig machen, weil ich habe gerade echt nur so ein bisschen Concealer hier drauf. Und genau, that's the plan for now. So Leute, dieses Shirt ist one of the pieces, das ich heute erreicht. Das mich heute erreicht hat, ich feiere das richtig. Also das ist eigentlich echt auch länger. Aber ich finde das mega nice. Vom Fit her, vom Druck. I love it. Und dann kam da noch diese Jacke mit. Ich werde euch die Marke einblenden. Könnt ihr gerne mal auf Insta vorbeischauen, because die Sachen sind einfach echt richtig cool. Die sieht so aus. Wie cool ist die bitte wirklich? Vor allem der Fit. Ich habe die in M genommen, das T-Shirt in S. Ich glaube, das T-Shirt stecke ich mir mal in die Hose. Und ich feiere den Fit so abnormal. Also es ist so dunkelblau, so marineblau. Und hier sind diese Flammen. Ich finde es richtig cool. Danke auf jeden Fall für die Sachen. Genau, so sieht's aus. Und was ich richtig liebe, ist, wenn du die Zipper zumachst, dass sie dann hinten so weit sind und nicht so eng hier unten am Bund. Und das ist literally der perfekte Fit. Ich sag's, wie es ist. Okay, Leute, wir müssen jetzt Gassi gehen, denn der Hund muss raus. Hallo, du kleine Schnecke. Hallo. Wir gehen jetzt raus. Carly hat wieder ihre Pampers an. It's that time of the year. Wie oft kommt das bei Hunden? Ich weiß es nicht, aber du siehst so süß aus wie ein kleines Baby. Oder? Das mag ich ja nicht, wenn die mir ins Gesicht leckt, ne? Aber das macht sie dann leider sehr, sehr gerne. Komm schnell, du Mausi. I love her. Ich habe übrigens heute so eine Kordhose an. So eine Kordschlaghose. Ist eigentlich mehr so eine Leggings. Und irgendwie habe ich die nie an, aber die ist so bequem. It's literally ein Go-To-Piece. Oh mein Gott, guys. Hier stehen ja meine Wohnungsbestellungen, so damit ihr dann wisst, was ich mir dabei gedacht habe. Also, es ist ja wirklich a lot of stuff, ja. Erstmal so viel dazu. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann nochmal was zurückschicke. Ja, was ich mir dabei gedacht habe, dass ich halt die ganzen Kleinigkeiten zu mir nach Hause bestelle und das mache ich halt jetzt schon. Und die ganzen großen Sachen halt, wenn ich die Schlüssel habe. Weil die habe ich gerade noch nicht. Aber das passiert noch, keine Sorge. Aber ja, genau. Deswegen sind es jetzt eher so Kleinigkeiten, aber ich habe halt so viele Kleinigkeiten bestellt, dass es literally schon wieder sehr, sehr viel ist. Wir fangen jetzt mal oben an. Und zwar habe ich angefangen zu kaufen in meinem Kaufrausch. Tatsächlich beim Lidl. Hier habe ich erstmal, das finde ich relativ praktisch, ein Messerset bestellt. Das ist jetzt auch nichts Teures gewesen oder so, aber ich hatte das Gefühl, es ist gut. Und dann habe ich hier mein Besteck. Und ich sage euch ehrlich, ich bin so eine Person, mir ist ja jede Kleinigkeit einfach wichtig, ja.
Und deswegen war mir das auch super wichtig, dass das Besteck schön ist. Und tatsächlich hatte Lidl wirklich preiswertes, gutes Besteck. Was heißt gutes, aber welches, das ich schön finde. Wie viele sind es eigentlich? Ach, es sind sogar 6. Ein 6er-Ding da. Wie nennt man das? Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Auf jeden Fall, ich erkläre euch kurz, was mir da wichtig war. Das ist die Gabel und so sehen die ganzen Sachen aus. Die sind halt relativ schwer. Das finde ich, ist für mich immer so sehr schön. Und dann sind die relativ schmal und das wollte ich ganz, ganz unbedingt haben. Und die sind auch so ein bisschen kantig hier unten. Und ich finde, das ist eine perfekte Gabel. So, aber das Coolste ist eigentlich, dass ich beim Lidl einen elektrischen Gemüseschneider gefunden habe für 30 Euro. Und da konnte ich dann jetzt halt auch nicht Nein sagen. Deswegen bin ich jetzt im Besitz eines elektrischen Gemüseschneiders. Hauptsache, ich habe nicht mal ein Bett oder ein Sofa. Das ist nämlich der Gemüseschneider mit verschiedenen Aufsätzen. Ich hatte nämlich mich nach einer Raspel informiert. Ich wollte eine schöne, gute Raspel haben, habe aber keine gefunden. Und jetzt habe ich, wie gesagt, das elektrische Ding. Ja, das war so viel zum Lidl. Dann kommen wir jetzt mal zu H&M. So Leute, bei H&M habe ich wirklich, wirklich eine Menge bestellt. Ich sage jetzt nicht, dass das notwendig ist. So, H&M habe ich erstmal so eine süße Kuscheldecke. Die finde ich ist aber auch mega schön. Die ist halt so grau-beige, genauso wie die Farbe meines zukünftigen Sofas auch aussehen wird. Deswegen passt das ja einfach nur perfekt. Dann die Kleinigkeiten packe ich jetzt nicht aus. Da ist sowas wie Seifenspender und Zahnputzhalter drin. Das ist wirklich eine massive Tagesdecke. Seht ihr das? Die hat so ein bisschen eine Optik, also so eine quadratische Optik, die ist weiß und die ist halt einfach 2,60 Meter mal 2,60 Meter. Und ich habe die ganze Zeit nach einer riesigen Tagesdecke gesucht, die wirklich überall, über alle Kanten vor meinem Bett gehen wird. Weil ein Bett werde ich mir ein 1,60 Meter mal 2 Meter Bett holen. Habe ich auch schon bei diesem Swiss Sense, heißt es glaube ich, gefunden. Und ist gerade auf die Hälfte reduziert, deswegen ja. Ist gut. Und da kann man noch ein bisschen sparen dann. Das ist ja perfekt. Da habe ich mir nämlich für mein Bad solche Dinger geholt. Ich packe es jetzt nicht aus, aber solche richtig schönen Seifenspender. Da bin ich ehrlich, das ist den Preis, glaube ich, nicht wert, weil die waren echt überteuert. Aber naja. Also das sind bei H&M habe ich echt eher so fürs Bad bestellt. Da habe ich mir dann noch so schöne Lappen geholt. Ich glaube, das ist sogar eher für die Küche, aber auch in diesem Grün. Dann Gästehandtücher, weiche, flauschige in beige. Dann nochmal so ein Pack Waschlappen. Ich hasse ja Waschlappen irgendwie, aber ist vielleicht notwendig oder kann man eigentlich auch schon als Gästehandtuch benutzen, finde ich. Naja, was auch immer es sein mag. Da weiß ich gar nicht mehr genau, was es eigentlich sein soll. Tea Towel. Hä? Ja, das wird mir jetzt irgendwie nicht ganz klar. Naja, vielleicht irgendwas für die Küche, wer weiß. So, ansonsten habe ich noch Gläser, noch Teekannen und was habe ich noch? Ich weiß gar nicht mehr alles, aber das werde ich euch vielleicht in einem anderen Vlog zeigen, weil ich will den Rahmen jetzt des Videos auch nicht direkt sprengen. Aber ja, wie gesagt, es sind jetzt eher schon mal so Kleinigkeiten. Ich werde euch dann auch noch im Laufe der nächsten Videos die ganzen größeren Investitionen natürlich auch zeigen und ja, let me know what you think, Leute. Ich find's toll, da gehe ich richtig drin auf in eine Richtung. Hallo, hier bin ich. Ach so, und zur Erklärung, es fragen sich bestimmt ein paar, warum ich nicht einfach zu Ikea gehe und mir da die wichtigsten Sachen hole. Ich muss sagen, ich bin eine sehr, sehr wählerische Person, was das angeht. Und Ikea hat, glaube ich, auch gute Sachen, aber ich weiß halt genau, dass ich das dann da nur mitnehmen würde, damit ich es direkt habe. Aber nicht, weil ich hundertprozentig damit happy bin. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach frühzeitig halt online zu bestellen, damit das alles passt. Ja, und ich habe wirklich, glaube ich, echt bisher schon fast an alles gedacht. Ich muss noch eine sehr große Bestellung auf Amazon machen. Aber ja, dann habe ich eigentlich auch schon echt das meiste, glaube ich. Ich muss jetzt mein Zimmer aufräumen, aber ich will nicht. Ich drücke mich. Aber ich werde das jetzt machen, weil gleich kommt ja auch schon eine Freundin von mir hier hin und dann muss es mal ein bisschen Klarschiff sein. Die schläft ja auch hier. Also in meinem Zimmer kannst du gerade nicht mal das Bett erreichen, ohne auf Klamotten zu treten. Kennt ihr das, wenn ihr so unterwegs wart und einfach eure Sachen so hinterlasst? Ich muss jetzt erstmal alles aufräumen. Thank you.
heute Abend zwar essen, ich habe aber trotzdem voll Hunger, weil ich nur ein Toastbrötchen gefrühstückt habe. Deswegen habe ich mir noch eine Laugenstange gemacht und wer immer hier später hinkommt, bekommt die andere. Die sind voll schön geworden. Oh Leute, boah. Also sowas erfreut mich ja dann wirklich tatsächlich stark. Ich denke, die eine Hälfte werde ich mit so Pesto essen. Habt ihr mal Pesto aufs Brot gemacht? Also das ist ja das Geilste, was es gibt, ne? Dann haben wir noch so getrocknete Tomaten. Da habe ich irgendwie auch Bock. So Butter und getrocknete Tomaten da drauf. Hey! Hey! Hi, Annie's Community. How are you? Wir sind gut drauf! Woo! Na, Annie, hau's los ab. Ach, Leute, wo wir schon dabei sind, wollte ich euch kurz zeigen, dass ich mir echt coole Sachen bei About You geholt habe für die Wohnung. Und zwar so Wäschedinger. So, und zwar habe ich mir da so Wäsche- und Aufbewahrungssachen geholt. Die sind, also ich finde das mega praktisch und es sieht halt nicht mal scheiße aus. Weil ich halt nicht so einen Wäschekorb an sich haben will, wo ich alles reinschmeiße, will ich direkt sortieren, damit da nicht so eine Unordnung entsteht und ich mich so vom Waschen dann sträube. Deswegen, das finde ich nice. Dann habe ich auch noch den hier, den habe ich auch einmal noch mitgenommen. Und dann gibt es davon auch noch sowas wie eine Leiter. Ah ja, genau das. Die habe ich auch nochmal mitgenommen. Das ist sogar runtergesetzt. Da habe ich mir nämlich noch so eine Plate bestellt. Und zwar so eine Decke. Die fand ich irgendwie mega schön. Die ist so in beige mit bisschen grün. Fand ich süß, weil das passt dann auch zu meinem Sofa. Ich hatte zuerst ein Sofa im Blick. Das war von Made, heißt das, glaube ich. Das finde ich jetzt aber doch nicht mehr so geil. Und dann habe ich bei Home24 oder Home24, ach ihr wisst, was ich meine, habe ich so ein richtig schönes Sofa gesehen. Es hat so eine Quad-Optik. Und das sieht so toll aus irgendwie. Ich hoffe, dass das auch ein echt schönes. Vielleicht kann man sich das mal angucken. Muss ich mal gucken. Habe ich aber auch noch nicht bestellt. Das ist nur Wunschdenken. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was gegessen. Jetzt kommt auch gleich my good friend, kommt dann auch gleich. Und ja, ich war echt produktiv bisher. So, ich werde jetzt ein bisschen an meinem Vlog schneiden. Shadow liegt hier. Oder auch nicht. Ja, ich freue mich. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mir gerade von Hannah Antonia, ich denke mal, die kennen die meisten hier, die Wohnungstour angeguckt. Und das, boah, also diese Wohnung ist so ein Traum, wirklich. Also so, ich habe so dieses Video geguckt und ich war da so, einfach so, what a dream, ey. Also das ist echt so, so schön. Es ist so groß und so hell und alles. Voll crazy, was man alles erreichen kann. Das ist echt verrückt, Leute. Und gleich kommt finally jetzt auch mal mein Besuch. Die alte, die ist jetzt echt ganz Stückel später. Aber es ist okay. Das ist okay. Sie hat sich einfach ein neues Handy gekauft. Anstatt pünktlich zu kommen, geht sie shoppen. Na, Spaß. Leute, Mary ist finally dann da gewesen. Wir haben noch ihr Handy eingerichtet. Weil sie sich ein neues geshoppt hat, auf spontan. Und jetzt sind wir gerade bei Jannis und warten, bis er endlich mal rauskommt. Nein, Spaß, wir warten erst 2 Sekunden. Ja. Ja. Und dann geht's ab, das Essen holen. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Ich hab richtig Hunger. Ich auch, ey. Look who's here. Finally. 10 out of 10 fit. Do you think goodbye? Leute, ich hole Food ab beim Hacienda in Darmstadt, and I love it. Friends, ich habe the Food. Ich laufe jetzt wieder zum Auto, jetzt fahren wir zur Mathildenhöhe. Und dann wird diniert. Ich freue mich voll. Es wird ein Picknick-Vibe. Jetzt haben wir ja auch ganz viel zu trinken. Wir sind wieder bei der Mathildenhöhe und haben Salat, also alles mexikanisch. Wir zocken jetzt. Aber. Woo. Also 7 ist 2 ziehen. Let's make time tomorrow. For doing nothing. I'm just gonna say goodbye to yesterday. And all the day to light illuminates. The neon chain. Wir machen jetzt Hugo.
How exciting. Mitch hat meinen Sweater an. Mein neuen Papa, mach mal Hände raus zur Tasche. Und zeig dich mal von der Seite. Ja, ich finde den nice. Papa, ich finde, der steht ja auch. Kannst du tragen. Ja, danke schön. Die Mary ist ja fleißig am Hugo preparen. Boah, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Ich freue mich voll. Mhm. Mary's Tattoo, wenn wir schon am Film sind. Hey. Voll schön. Auch ein Rücken kann es zücken, aber. Ich liebe zwei Kinder. This looks amazing. Die andere ist tot, ne? Warte mal. Das verträgt schon wieder nicht. Ich dachte, das wird jetzt cool. Wir hätten es auch gegen die Decke springen lassen können. Bei meinem Glück. Geschollen. Ich bin ja korkt. Ich hab den Profil damit kaputt gemacht. Ich hab keine Ahnung, wie viel wir brauchen, ne? Ja, passt. Reiki, wir haben Rührei gemacht. Dazu dann habe ich noch einen Eiskaffee. Love it. Und das Wetter heute ist so, so schön. Perfect for a garden party, hör mal. Die Großeltern sind da, die Mäuse haben hier auf der Terrasse jetzt süß gesessen. Hallo Freunde, wir laufen jetzt zu einem See bei uns. The best ones sind natürlich mit am Stüssel. Ich sehe echt für wasted aus. Ja, genau. Also wir gehen jetzt mit Decken und so zum See. Ich habe hier wirklich einen wundervollen Fit an. Ne, ich habe einfach nur so ein großes T-Shirt an. That's it. Die Jelly haben wir auch dabei natürlich und danach gehen wir einkaufen und holen so ein bisschen Kram für heute Abend, weil da ja die ganzen Friends kommen. Ein bisschen Bierpong in der Sun, da sind wir dabei. Back when it's over, the wind touching my shoulder, I want back when... Shello war baden und ihre kleinen Füße sehen so mini aus. Du kleine Maus, komm mal. Kali hat die Decke für sich beansprucht. Well. Cello! Da vorne ist unser Ziel, denn wir gehen jetzt einkaufen. Helen hat uns gerade rausgeworfen. Und dann... Und dann werden wir gleich wieder abgeholt, wenn wir fertig sind. Bombay! Das ist unser süßer Einkauf. Es ist sehr gesund geworden. Viel Gemüse. Man sieht halt den Magerquark und so nicht. Da ist noch Gesundes, by the way. Friends! Wir sind jetzt alle da. Hier haben wir die Dina, Anni, also Mary, Helen, Tank genau Alina, Sarah, halt Sophie. Da oben hinten kann man tanken ohne die, jeder hat mich dafür ausgelacht, by the way. Guten. Die Boys sind da. Perfekt. Ja, ne, die ist nämlich gut. Ach, herrlich. Hallo guys, wir haben jetzt den nächsten Tag. Es ist Samstagmorgen. Eine Freundin hatte bei mir geschlafen, die Dina, mein Uni-Bestie. Hat nämlich bei mir geschlafen und dann haben wir noch süß gebruncht heute Morgen. Und ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Netflix gucken. Ich gucke im Moment The Blacklist. Das ist so nice. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber eine Empfehlung von mir. Also ich gucke das echt jetzt schon seit ein paar Wochen und ich bin hyped. Also ich finde es geil. Und ja, da war eben noch eine Freundin da, die Alina, die hat ein paar Sachen noch abgeholt von gestern. Und ja, ansonsten heute Abend esse ich mit der Fam. Also heute ist echt nicht so der spannende Tag, deswegen werde ich vermutlich einfach relativ wenig nur vloggen. Und morgen sind wir frühstücken, freue ich mich voll. Ja, auf jeden Fall habe ich heute Morgen eine About You-Bestellung bekommen. Ich werde sie euch mal zeigen. Und zwar habe ich mir bei der Kollektion von Lena Gerke
so ein Leinenhemd ausgesucht. Das ist aber wirklich viel, viel, viel zu lang. Ich habe es halt in 38 genommen, weil ich es irgendwie geil fand. Aber also an sich ist die Weite auch echt nice, aber ich muss es halt abschneiden. Deswegen werde ich das, glaube ich, hier, das hat hier eh so ein, und es ist halt so ein U-förmig hinten und das werde ich einfach abschneiden. Ich glaube, es sieht sogar ganz geil aus. Dann habe ich mir bei Kyla Shikes noch ein paar Sachen geholt. Unter anderem dieses Top, diese Hose. Ich hoffe, man erkennt es. Die ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wovon die ist, aber da steht Limited Edition drauf auf diesem Bund und die finde ich echt cool. Es gibt mir so Boxershorts-Vibes. So sieht die aus und die ist locker. Ich habe die auch in 38 genommen. Fand ich ganz nice. Und ansonsten habe ich dann noch aus der Kollektion auch von Kyla diese Hose genommen, aber das Ding ist, die ist mir viel zu groß, also die ist wirklich so lang, das passt mir überhaupt nicht, leider. Gucken, was ich damit mache. Dann habe ich noch eine Baggy Pants, auch aus ihrer Collection, also ich fand, die hatte echt coole Sachen. Und ich habe gerade im Summer Sale bei LFDY bestellt, weil ich ein paar T-Shirts gebraucht habe. Ich habe irgendwie super wenige T-Shirts und genau, die hatten so ein schönes gelbes, fand ich sehr, sehr pretty. Und dann habe ich mir noch eine Sweatjacke da geholt, weil die andere, auch so eine schwarze von LFDY, die liebe ich, die ziehe ich immer an. Und Helen auch, deswegen hat sich das gut angeboten. Und ja, gestern waren super viele Freunde von mir da, es war sehr, sehr schön, alle wiederzusehen. Genau, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das am besten abschneide. Ja, aber ich melde mich dann, wenn ich es abgecuttet habe, glaube ich. Ich sitze jetzt draußen, weil wir gleich hier zusammen zu Abend essen, was du da genau produziert hast. Ja, und zwar hier unten ist ein selbstgemachter Bananenkuchen mit Schokogeschmack. Ohne Zucker und ohne Fett habe ich das Bananenbrot gebacken. Also ganz gesund. Hier haben wir einfach Magerquark mit Vanille-Schokogeschmack. Ist auch ohne Zucker. Es hat fast keine Kalorien. Das schmeckt mega lecker. Dann ist hier nochmal, dann sind noch Bananen und nochmal ein Bananenbrot. Hier seht ihr auch die Schokostückchen im Bananenbrot, ist ohne Zucker. Das ist so lecker. Und wie heißt das, womit du das gemacht hast? Hier habe ich das mitgemacht. Das gibt's zum Nachtisch. Ansonsten werden wir jetzt erstmal eine Pizza essen. You are so sweet, Helen. Dinner time. Ich werde jetzt probieren. In der Zeit, in der ich ganz allein bin, kochst du mir davor die 3 Tage? Ja, kann ich machen. Und? Gut, lecker. Ne? Total lecker. Mhm. Das geht los. Guten Morgen, Leute. Wir machen uns jetzt fertig, weil wir gehen alle frühstücken. Du gehst immer so leise an die Kamera raus. Good morning, friends. It's the next day und wir sind schon wach. Ich fühle mich, als ob ich um 6 Uhr aufgestanden bin, weil wir jetzt frühstücken gehen. Wir gehen zu Woodridge in Darmstadt. Ich freue mich. This is the fit. Ja, ich zeige nochmal draußen. Das sieht nämlich jetzt irgendwie nicht so geil aus. Auf jeden Fall ist es irgendwie kalt heute Morgen. Und das ist mein dazu passender Wit. Ich habe hier so einen Top an, das ist von Chiquelle, die Hose ist von Lena Gerke, About You. Dann habe ich noch so ein Leinenhemd an, das ist auch aus der Collection von Lena Gerke. Und die weiße Jacke ist von, Peso. Ich habe Durst. Hey Pamper Girl. Guck mal, die Farbkombination. Wenn der in der Mitte sitzen will, der nicht Cello heißt, dann muss er jetzt ganz schnell einsteigen vor der Cello. Wir wollen nicht in der Mitte sitzen. Also wenn jemand... Cello, stopp! Hen, die Hose steht dir so gut. Musst du alleine bleiben? Halli, zeig mal die Hose. Heb sie rein. Da ist die Fam, sie kommen, trickeln jetzt. We are at the Luisenplatz. Surgeon for our dinner. Nee, Breakfast Spot. Ein Stück Kuchen. Ja. Cello. Da, ich habe ein Avocado-Brot, also eine Avocado-Stulle mit einem Spiegelei. Jan ist auch. Wenn noch O-Saft. Helen hat eine Halloumi-Stulle. Auch Avocado dabei. Guten. Alles leer, wir haben alles verputzt. Es war äußerst schmackhaft. Na? Sehr schmackhaft.
sind jetzt wieder in der Hut und gehen jetzt noch kurz ein paar Bilder machen.